Es geht vor allem darum, die Methoden der künstlichen Intelligenz in die Produktion hineinzubringen. In den vergangenen industriellen Revolutionen ging es immer um technische Fortschritte. Das kann ja von der Mechanisierung über die elektrische Antriebe bis hin zur Automatisierungstechnik. Automatisierungstechnik sind schon Rechner in der Produktion, aber die sind alle unabhängig voneinander. Bei diesen cyberphysischen Produktionssystemen geht es ja darum, dass diese Rechner jetzt plötzlich miteinander reden. Das können die aber nicht so ohne weiteres tun, sondern die müssen ja Intelligenz bekommen. Und hier kommt nun die künstliche Intelligenz ins Spiel, wobei die künstliche Intelligenz ein riesengroßes Spektrum an Methoden der Informatik abbildet. Das geht von lernenden Methoden über Entscheidungssysteme, über wissensbasierte Systeme. Und letztlich geht es darum, tatsächlich Maschinen zu bauen, ja, die sich besser auf Menschen einstellen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Wie gesagt, es geht dabei nicht um diesen engen Begriff des maschinellen Lernens und der neuronalen Netze, was momentan so mit KI gleichgesetzt wird, leider, sondern es geht wirklich um dieses ganz große Spektrum der Informatik. Wie müssen wir Systeme, Maschinen bauen, dass sie halt besser mit uns Menschen zusammenarbeiten? Das ist eigentlich der wesentliche Hintergrund.